I'm made of. Was geht's denn, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Odin Sphere Leafthrusher hier bei Crush for the Fig 89. Gwendolyn wurde von den drei Weißen entführt und wir sind währenddessen der Hauptstadt Titania unterwegs, um sie zu retten und müssen sie durchkämpfen. Und währenddessen begeben wir uns jetzt in diesen heftigen Kampfraum, um eine weitere Wunderfrucht zu kriegen. Oh je, schon wieder dieser verflixte Slimer. Kombiniert mit Zauberern am laufenden Band. Und anderen blöden Gegnerzeugs. Na los, komm her. Gegen den Schlangen kann es echt schwer werden. Glaub's nicht, die haben mich tatsächlich festgenagelt. Das reicht mal. Wow. Na warte. Ja. Kannst du knicken, Mann. Jetzt soll dich mal. Albtraumtanz einsetzen. Da gibt es ja noch etwas, was ich ja gerade eben frisch erlernt habe. Ja, sehr gut. Eben mit den kritischen Treffer getroffen. Noch mehr Critical Hits. Alter, was geht hier? Schon wieder diese verflixte Magier. Oh Mann. Todesdampf. Das brauche ich gerade. Sehr schön. Und damit ist er down. Wo? Oh. Da erwischt er mich, dieser Spacko. Wirbelwind. Friere ihn ordentlich ein. Aha. Und jetzt sind sie schon drei. Sind sie schon in drei Teile gespalten. Vier Teile. Das sind so viele von denen. Gib das Ding her. Alter! Schloss her! Alter, meine schwarzen Flammen gehen da auch richtig ab hier. Alter! Ja, lass mich los! Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf mir aus dieser Situation raus. So, zwei von denen sind schon mal weg vom Fenster. Jetzt reicht's mal mit euch. Los jetzt. Und tschüss. Dachte, der Magier würde jetzt fliehen. Der Schaden kam anscheinend erst später, verzögert, dazu, den er erleiden sollte. Nachdem er der Boss bezwungen worden ist, sollten alle anderen normalen Gegner auch automatisch sterben. Das kam jetzt wohl gerade verzögert, nachdem er sich gerade teleportiert hat. Da konnte er keinen Schaden erleiden. Na schön. Mann, ich muss echt noch... Tobsucht. Seelenraub. Seelenraub. Schattenmord. Soll ich die nächste Mal einsetzen? Das kann man als Combo einsetzen. Also kombinieren. Wenn man lustig ist.
Ja, in der Luft kann man natürlich auch auf die Fähigkeiten zugreifen. Das geht natürlich auch. Ach komm. Lass mal die Zwergengestalt aus. So, gehen wir weiter. Ach, was wollt ihr denn? Kleinen Flappen. Ihr könnt gar nichts. Schau an, wir haben wieder über 100 Gold. So schnell kann es gehen. Hm? Die Zwergenfähigkeit wird doch noch benötigt. Also Zwergengestalt. Besser gesagt. Na dann, zurück zu der Stelle, wo wir klein werden können. Hätte ich das vorher gewusst? Man, das konnte ich ja nicht riechen, Mann. So. Rein da. Was ist das denn? Ui. Der okkulte Helfer. Ja, schön. Und gut. Das Ganze aber. Okay. Der nächste Miniboss-Raum nehme ich mal an. Ja. Nochmal gegen so einen Soldaten. Also, gegen so einen starken Wächter. Tja, dann Sturzflug. Das macht ganz schön Schaden. Nicht schlecht, ey. Nochmal. Bam. Junge, wie man damit abgehen kann. Wow. Na warte. Sturzflug. Alter, das ist wirklich statt 1000 Schaden. Starker Angriff. Alter. Jetzt mal Schluss mit euch. Habe ich dir den Zyklon abgenommen, hä? Katastrophenwolke. So schön vergiftet hier drin. Alter. Okay, Schattenmord. Ach, hat nicht gezählt oder was? Kann er mal damit aufhören? Okay, das ist schon ein ganz ordentlicher Counter-Move. So. Brandfalle. Zurück mit dir und burn, Baby, burn. Nein, lass es sein. Shit. Ach, was soll's. Nicht so schlimm. Geschafft ist geschafft. Und der zweite Schlüssel mit einem roten Schild ist unser. Jede Menge Glitzergemisch. So ist es. Nice. Gut. Das lasse ich mir nicht durch die Lappen gehen. So. Einen weiteren Kampfraum gibt es hier noch. Ich hoffe nur nicht wieder ein. Ich hoffe nur, diese Schatzraum. Diesen Schatzraum wird nicht schon wieder Zwergengestalt benötigt. Oh. Das soll man nicht durchdrehen, deswegen gibt es auch hier den Checkpoint.
Falsch. So. So. Ich hoffe, dass diese Zwergenstelle jetzt nicht mehr vonnöten ist hier. Langsam nervt das nur noch tierisch ab. Eine Rosmarelle. Yes, Mann. So, machen wir uns wieder normal und begeben uns zum... Ja, letzten Kampfraum, würde ich sagen, ne? Oi. Ein böses Auge. Das ist noch schlimmer. So, weg mit den anderen Hexenmeisteraugen. Ganz ziemlich lästigen. Alter, so viele kritische Treffer, wie ich zufügen kann. Schon echt krass. Alter, hör auf. So, und tschüss. Gerade sagen, sonst noch wer? Nein. Ah, trotzdem nur A-Rang. Ich war nicht schnell genug. Wow, zwei Kakaobohnen? Ich dachte nur eine. War es rangabhängig? Ist egal, ich nehme es an. Ich nehme es einfach an mich, ohne mich unnötig zu beschweren. Sollte ich ja auch. Schließlich ist das Ding auch recht teuer beim Markt. So. Wir könnten dann eigentlich schon zum Boss vordringen. Jetzt müssen wir jetzt nur noch hier den Schlüssel verwenden. So. Dann haben wir es so gut wie. Moment, gibt es noch eine weitere Fähigkeit? Ich glaube nicht, ne? Da war grobe, nein. Wir haben alle, so ziemlich alle Fähigkeiten, ne? Okay, dann sollte ich mir wieder was zu essen gönnen, bevor wir den Boss gegenübertreten. So, auf zur nächsten besten Rastzone. Nebenbei kann ich auch noch was... Ups. Ist das eine? Das ist ziemlich klein. Hat's ein bisschen verwirrt. Ich hab jetzt nicht direkt gedacht, dass das jetzt eine Rastzone wäre. Der hat ein Ei! Ich glaub's nicht, da tatsächlich Eier. Boah, 5 Kakaobohnen habe ich bereits. Okay. Das ist sehr krass. So. Moment mal, ich sollte mal schauen, ob ich was pflanzen kann. Wie viel Obst habe ich denn jetzt? Nur noch einen einzigen Apfel. Dann mache ich mir mal die. Dann machen wir wieder welche. Das rote Blinken. Alter, so richtig nervös machen mit. Heile mich! Mir geht's dreckig. Komm schon, gib mir die Äpfel. 1 und 2. Kann auch ein bisschen schneller gehen. Flexer Baum. So. Können wir uns wieder was ordentliches zubereiten. Ein Apfelkuchen wäre schon schön.
Wird aber leider nichts draus. Na denn. Ist auch nicht so schlimm. So, Maubef. Mehr ist vielleicht das leider aktuell das Beste. Ja, vergleichsweise immer noch das Beste. Ja, Peperoni-Schrimps. Nee, Peperoni-Schrimps wären aktuell das Beste. Alle Ronensalat. Mann, so viel für so wenig EP wird benötigt. Kein gutes Leistungsverhältnis. Hier sind leider nur Kleinigkeiten. Also, Peperoni-Schrimps wären gerade jetzt genau das Richtige für mich. So, Level up. Okay, und jetzt noch ein Maubeer Meeresfrüchte-Salat, bitte. Tja, mehr können wir nicht machen. Ah, doch, da gibt's noch einiges. Bringt er leider nicht so viel. Es sind meistens nur Zeugs zum Mitnehmen. Na gut, machen wir uns noch einen Quarkmus. Ich habe nicht gesehen, wie das aussieht, aber ja, was soll's. Ja, sollten wir uns vielleicht das Ei aufheben, ne? Wird bestimmt einen guten Nutzen haben, ja, wie zum Beispiel für den Obst-Nuss-Strudel. Oder den Beißer. Oder das Schokoladenfondue. Ah, da fehlt mir Milch, aber warte mal. Achso, ich habe jetzt eh kein Geld mehr. Dachte, ich wollte gerade sagen, könnten bei den anderen Markt noch Milch kaufen, ne? Der hat doch Milch, ne? So. Was verkaufen? Um wieder Milch erlangen zu können. Ja, wir könnten uns, glaube ich, eine Milch leisten, wenn ich mich nicht täusche. Das verkaufe ich garantiert nicht. Brauche ich eigentlich gar nicht den Metamorphose-Trank. Bis ich die gehen lassen, mehr Geld fallen. Brauche ich auch nicht. Und okkulter Helfer auch nicht wirklich. Tu den Knochen weg. Und die alten Ausrüstungsgegenstände jetzt auch nicht mehr benötigt werden. Oh, über 100. Ja, nice. Gib mir gleich Milch. Yes, Mann. Ja, es kostet mehr als 20. Ich hab's mir schon fast gedacht. Eine Krabbe. Oh, verflixt. Ich kann nur Milch maximal dazu nehmen. Gut. Drei Flaschen Milch, bitte. Und auf Wiedersehen. So, Schokoladenfondue. Ich komme. Ja, sehr gut. Da findet das Ei seinen Nutzen. Oh ja, und verhilft mir zu einem Level 45. Yay. Hui. Ein fruchtiges Crepe. Ja, ein Apfelsorbet ist aktuell besser. Bei den Bonus, wenn man die Bonus-EP. Wenn man bei den Bonus-EP guckt. So. Ja. Da ist aktuell jetzt. Sind jetzt aktuell die fruchtigen Crepe im Vorteil. So, jetzt habe ich noch EP rausgekratzt, jetzt ist mal Schluss.
Alles klar. Aber wir könnten wieder Fähigkeiten... Ja, warum nicht jetzt mal wieder Fähigkeiten verstärken? Kritische Heilung zum Beispiel. Wir müssen alles mal verstärken hier. Schattenmord. Impulsangriff. So, das passt schon. Ja, den Physos kann ich selbst an sich auch noch verstärken, aber später dann noch. 4 Punkte habe ich gerade. Das reicht hierfür. Negiert Statuseffekte, während du in Berserk-Wut bist. Das ist gut, weil da brenne ich nicht. Und das hätte ich eigentlich schon viel früher benötigt gegen dieses Eismonster. Diesen Eisberg. Mutanten. Ist egal. Ach, ich kann auch eine Fähigkeit aufstufen lassen. Was wäre denn da noch? Ja, wenn man mir bloß zeigen könnte, was jetzt was man noch verstärken könnte. Ich dem sehr verbunden. Oh. Schlangenkram. Ja, mehr geht nicht, ne? Oh doch. Obsucht. Na, ja, das ist mir lieber hier die. Ups. Wo ist das? Der Schlangenkram. Heißt, sollte es nicht eher Schlangenarm heißen? Ist egal. Okay. Genug nun damit. Jetzt wird es Zeit, dass wir gegen den Boss antreten. Wollen wir noch in diesem Part machen? Wir müssen der Gwendolyn befreien. Tja, dann wollen wir mal. Sagashitazo, Mahouzukai. Maseki no Buki dato? Ichido mita na, Maou no Shiro de. お前がベルドーの話に聞いた魔剣使いオズワルドか。今日もこのような自然の摂理を冒涜する剣を作り上げたものよ。グエンドリンはどこにいる？答えねばその冒涜の剣で眠らせてやる。思えば私が最初だった。あの男に魔石の秘密を教えたのは言葉巧みにわしらに近づき冥界への抜け道を餌にわしらを図った見抜けなんだわしらの老眼ぶりにも呆れるが賢人を出し抜くとは恐れを知らぬ大大目許さぬぞ魔剣使いお前に尋ねよ魔石がいかなるものか知るやはぐらかすな答えろ命も尽きねば保存とならん保存が大地に変えられば新たな命は生まれない魔石はその淀みにできた命の結晶死も生も表裏で一体なのじゃだが気づいてももう遅いすでに予言通り終焉は避けられぬ我らの望みはただ一つ終焉の後の新たな世界に現れる二人の王を予言の通りに招くこと世界に混沌の循環をもたらし二人の王のための世界を作ることじゃ予言通り世界を滅ぼすとでも言うのか狂ってるお前などに理解はできまい志半ばで言った仲間のウルズールも予言のためにその生涯を尽くした新しい世界のためにならぬ操る大大院を滅ぼせるなら地獄の悪鬼にでもなろう非道に娘の命を使ってでも許さん慌てるなベルドーから聞いているぞお前のことは何もかも
ちょうどお前の兄弟たちをこの宴に招いたところだ。ゆっくりしていくがいい。Skaldi, der Hexenmeister, und drei von diesen Kreaturen. Eieieiei. Das ist schon ein harter Bosskampf gegen drei von denen. Na warte. Ja. Das tat hoffentlich ganz gut weh, ne? Was ist mit den Wirbelstürmen hier? Kann ich den Angriff noch mal ausführen? Wahrscheinlich funktioniert das nur bei normalen Gegnern. Ach. Schön lästig, mein Freund. So. Jawohl. Ach, komm her. Oh, shit. Aua. Kann ich mich da schon besser durchbewegen. Ich schaffe auch, durchbewegen zu können. Jetzt reicht's. Komm schon, Sturzflug. Und nochmal. Was so schön war. Und tschüss. Flickste Kreatur. Ach, der beschwört gleich noch einen. Ist er ganz toll. Dann sollte man sich lieber auf den Magier konzentrieren. Der dient nur als Ablenkung. Der eine Spacko. Haha, Treffer. Jetzt gibt's Saures. Ja. Wollte er etwa noch einen beschwören? Daneben. Bleib doch stehen. Shit. Nichts getroffen, Schnaps gesoffen. Schon wieder, ey. Auf dich fällt zu teleportieren, du Spacko. Okay, hier ein Todesdampf. Oh, Moment. Überwarten, bis er sich wegteleportiert hat, weil da nimmt er währenddessen keinen Schaden. Ich hoffe, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einzusetzen. Zumindest ist immer den Vulkan. Ja, da kriegt er sein eigenes Schwert ab. Ist auch schön vergiften obendrauf. Quickladung. Cyclone. War leider verschwendet, der Angriff. Oder auch nicht. Hatte noch ein bisschen was davon abbekommen. Jetzt komm schon, du Spacko. Okay, das ist nice.
kann man sogar aufgeladen lassen. Also kann man sogar noch aufladen, einen Schlag. So, jetzt kriegt er ein eigenes Schwert ab. So. Tut das weh? Ich hoffe es doch. So, und wieder Sturzflug. Wenn er es treffen würde. Jetzt so. Schattenmord. Greif an. Shit. Seelenraub. Das sollte ich einsetzen, wenn ich unter ihm stehe. Oder direkt bei ihm. Jetzt weicht er tatsächlich sein eigenes Schwert dann aus. Shit. Eine Chance gewesen, ihn zu betäuben. Ja, okay. Das akzeptiere ich auch. Ich könnte es auch so machen. Ich brauche dafür mehr Stärke. Komm her, du. Wie der lästig ist. Beschwert jetzt keinen neuen dieser Monster. Janet will er anscheinend ist jetzt ganz alleine. Oh, ich hindere ihn jedes Mal daran, ein Monster zu beschwören. So wie es gehört. Ach, verdammt. Komm her, du. Daneben. In Raub. Und Sturzflug. Jawohl. Schade, ich wollte damit noch nachsetzen. Doch. Komm schon. Okay. Okay, diese Technik bringt auch jetzt nicht so viel in allgemein. Albtraumtanz. Ah ja, stimmt. Ich habe auch noch diese Fähigkeit. Zusätzlich Hilfe verleiht. Jawohl. Schön zu sehen. Wie ich ihn damit wieder direkt betäuben konnte, bevor er überhaupt wieder Schwertangriffe einsetzen kann. Oswald, warte! Mitsume wa koko ni wa oranu. Doko da? いえ炎の国だ炎のオニキスのもとにいるなぜそんなところにお前は知らぬだろうが炎の王はもともと王大院の定めたあの娘の婚約者だ王大院が元を左右して人を戻わせるのは今に始まったことではない あの娘は炎の王をこちらの思惑に引き込むためには有効な駒だったのだ娘の心を自由にする魔法をかけるとは王大も無慈悲なものよすでにあの女の心は鬼にするあるやもしれぬぞさあ喋ったんだ命は助けてくれ愚か者が駒だと言ったな彼女
お前、俺を聖人か何かだと勘違いしてやしないか。危険なお前など生かしておくはずがない。お前に捨て駒の心など分かりはしまい。Also wie immer pausieren und selber lesen. So. Ja, und das hat der Typ verdient. Dankeschön, Oswald. So, die nächste Fähigkeit. Was gibt's denn da wieder Feines? Schwarzer Pulsar. So. Zwei schwarze Flammen stellen nach vorne und erfassen ein weites Feld. Ist, glaube ich, noch besser als dieser eine Flammentanz, oder? Noch besser diese... Ja, ich weiß schon, was ich damit mache. Ich werde diese Fähigkeit auf jeden Fall noch ausrüsten. Ja, aber gut. Im nächsten Part begeben wir uns dann das Reich des Feuers, um Gwendolyn zu retten. Und ja, wie immer, wenn es dir gefallen wusste, Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Fake It hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Odin's Fear Leaf Treasure. Also, auf Wiedersehen. Tschüss, oder? Now you know.